So, seid gegrüßt, liebe Freunde. Wir sind heute in Altenstadt hier im Wetteraukreis. Heute begleitet mich mal der Joshua bei der Radtour. Jo, hi. Er will auch mal eine größere Radtour machen. Seine erste größere, gell, glaube ich. Ja. Und zwar habe ich ihn heute Morgen abgeholt. Da sind wir mit dem Auto hierher gefahren. Wir haben vor, von Altenstadt im Wetteraukreis nach Ortenberg zu fahren. Von da aus fahren wir dann wieder zurück nach Altenstadt. Da wollen wir den Vulkanradweg, die ehemalige Oberwaldbahn, das ist so eine Bahntrasse, hierher fahren. Jetzt werden wir gleich starten. Wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz in Altenstadt, hier bei der Feuerwehr. Die sieht man hier im Hintergrund nochmal. Wetter sieht auch ganz gut aus. Ja, wir haben, glaube ich, um die 20 Grad so rum. Ja, aber schön. Gell? Ja. Der Joshi filmt auch alles ein bisschen mit heute, gell? Für seinen YouTube-Kanal. Wir werden beide dann über die Radtour berichten. Könnt ihr dann gleich auf zwei YouTube-Kanäle sehen. Wir werden es beide verlinken. Okay, für uns geht's jetzt los. Alles klar, ne? Joshi, fit? Ja. Okay. So, nach Altenstadt ist es jetzt hier ein bisschen durch Industriegebiet gegangen. Das war jetzt ein bisschen langweilig, aber trotzdem war es gut zu fahren. Jetzt müssen wir, glaube ich, gleich unter der Autobahn durch. Respekt, gell, vor den Hunden. Ja. nicht, dass die 41 so anspringen. Ja, ah ja. Ich glaube, das ist halb 20. Ah, du kennst dich schon gut, he? Die Autos. Ja, unser sieht nämlich genauso aus. Achtung, Pferdescheiße. Thank you.
Landebahn scheint, glaube ich, ein Modellflugplatz zu sein. So, jetzt fahren wir gerade am Modellflugplatz vorbei. Ja, die ziehen schön ab da mit den Flugzeugen. Jawohl. Ja, ich habe das ja ein bisschen gesehen. Okay. Also, wir sind in Düdelsheim. Da haben sie die Stromleitungen noch so auf dem Dach, so wie wir es früher auch hatte haben. So war das früher bei uns überall. Autos. Ja, Düdelsheimer Markt von 25. bis 28. Start 2017. Wir sind hier in der Nähe von Pankow, also noch 38 Kilometer, also Pankow an der Oder. Dann Altstadt, 50 Kilometer. Ja, wunderschön hier. Thank you.
so langsam die Steigungen. Aber der Joshi hat es bis jetzt gut gemeistert. Aber eine Trinkpause muss jetzt trotzdem mal sein, oder Joshi? Muss ich mal machen. Ich trinke jetzt auch mal kurz was und dann geht es wieder ein Stückchen weiter. Sommerzeit. Wir werden mal hoch. Aha. Leute, das ist total ein Scheißweg, seht ihr hier? Da, die Steine. Ja, hier haben wir einen ziemlich steile Berg. Und dann gleich noch der Feldweg dazu. Da schieben wir jetzt lieber ein Stückchen. So, wir sind jetzt hier am Bahnhof bei Bleichenbach. Da vorne sind wir jetzt gerade so ein Stückchen Kopfsteinpflaster den Weg runtergefahren. Da vorne, von links, ja. Das war ein bisschen sehr ruckelig, aber wir müssen jetzt da vorne geradeaus weiter. Und dann kommen wir, glaube ich, nach Bleichenbach rein. Auf dem Weg nach Seltas. Hier wird gerade Heu geerntet, seht. Und hier nochmal einen Blick zurück. Wie heißt der Ort nochmal, Joshi? Bleichenbach oder ja, wie? Bleichenbach. Ja, okay. Und der Joshua hat hier noch einen abgeknickten Apfelbaum gesehen. Den zeige ich euch auch mal noch. Ja, wir haben jetzt hier so einen alten Anhänger gefunden, genau bei der schönen Streuobstwiese hier. Die nutzen wir jetzt gleich für unsere Mittagspause. Gell, Joshi? Wir machen uns hier gerade was warm, trinken noch was Gutes, bevor es weitergeht. Der nächste Ort ist dann Seltas. So, wir haben jetzt wieder alles zusammengeräumt. Joshi ist gerade noch ein bisschen dabei. Dann können wir jetzt gleich weiterfahren auf unseren ursprünglichen Radweg Richtung Ortenberg. Ja, Leute, jetzt fahren wir in Seltas rein. Wie heißt der Fußballverein? Der
Also, wir sind jetzt in Ortenberg. Das ist jetzt eigentlich unser Wendepunkt. Von da an fahren wir dann den Vulkanradweg weiter zurück nach Altenstadt. Wir befinden uns jetzt auf dem Vulkanradweg. Der ist wirklich bis jetzt wunderschön zu fahren. Ortenberg haben wir jetzt gerade wieder verlassen. Und als nächstes kreuzen wir wieder Seltas. Gegenverkehr. Übrigens befinden wir uns hier auch im Niedertal. Da haben wir jetzt schon zwei, dreimal gekreuzt auf dem Hin- und Rückweg in Nieder. Also Nieder mit N-I-2-D-E-R. Es gibt dann, glaube ich, auch noch die Nidar oder wie. So ähnlich. Fließt auch nicht weit von hier weg. Ja, der Joschi war hier gerade in dem Häuschen hier drin. Was ist da drin, Joschi? Da sind so Vögelarten sind da dargestellt, wo da auf dem Feld leben. Ah ja, okay. Vom Niedertal hier, oder? Niederauen. Niederauen, Anna, okay. Ah, willkommen in Glauburg.
So, jetzt sind wir schon auf dem letzten Stück nach Altenstadt. Wir sind jetzt an Glauburg, Glauberg. Was war das noch? Stockheim, gell? Stockheim. Ja, Stockheim sind wir jetzt vorbei. Na, ah, das sind zwei Störche. Wo? Ah ja. Ja, rechts sind zwei Störche. Da fliegt einer links. Noch einer. So, überall sind auch hier so schöne Rastplätze. Ist jetzt die ganze Wegstrecke entlang. Und wir sind jetzt, wie ich sehe, schon kurz vor Altenstadt. Und zwar ist es jetzt schon Lindheim und Enzheim. Okay. Da vorne ist die Feuerwehr unterwegs. Ja, hier geht es nicht weiter wieder mal. Hier ist irgendein Fest. Umleitung hier hoch funktioniert auch nicht. Müssen wir uns hier halt irgendwie durchwursteln. Ja, das geht schon irgendwie. Also ein Feuerwehrfest hier. Okay. Altenstadt wieder. Da ist unsere Radtour jetzt gleich fertig. Letzten Kilometer noch. Dann haben wir es wieder mal geschafft. War nicht schlecht, Joshi, oder? Ja. Radtour war gut? Ja. Voilà. War spaßig. Sehr gut. War eine tolle Strecke. Ja, die Strecke hier, besonders auf der Rückfahrt, ist 1A. Super zu fahren. Und coole Teile. So, wir sind jetzt wieder am Auto angekommen. Fahrradtour ist beendet, Fahrräder sind schon wieder aufgeladen.
Für uns war es eine schöne Tour heute. Ja. Mittagspause war auch nicht schlecht, oder? Ja. Ja. Werden wir bestimmt mal wieder irgendwann wiederholen, wir zwei. Ja, vielleicht macht der ein oder andere noch mit. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.